Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist infolge der Finanzprobleme des österreichischen Mutterkonzerns Signa erneut pleite. Ein Insolvenzantrag sei am Dienstag beim Amtsgericht Essen eingereicht worden, erklärte das Unternehmen. Danach strebt Galeria einen Eigentümerwechsel an, um sich aus den durch Signa gesetzten Rahmenbedingungen zu lösen. Die Geschäfte seien zuletzt gut gelaufen, erklärte das Unternehmen weiter. Die zahlreichen Insolvenzen der Signa-Gruppe schädigen jedoch Galeria massiv, behindern das laufende Geschäft und schränken durch hohe Mieten und teure Dienstleistungen die künftige Entwicklungsmöglichkeit stark ein, hieß es weiter. Die Kaufhauskette hat am Dienstag zum dritten Mal innerhalb von weniger als 4 Jahren Insolvenz angemeldet. Das letzte Insolvenzverfahren war erst Ende Mai 2023 aufgehoben worden. Auch der deutsche Staat half zuletzt mit viel Geld. 2021 und 2022 hatte der Wirtschaftsstabilisierungsfonds dem Unternehmen mit insgesamt 680 Millionen Euro unter die Arme gegriffen.